Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der ATS. Oder so ähnlich. Wir haben in den 8 Folgen gerade mal eine Titel-Level geschafft. Gut, wir sind jetzt fast Level 25. So viele XP fehlen ja nicht mehr. Hier. Wann brauchen wir lange für die Level, ey? Das ist ja schon echt heftig. Das ist nicht gut, ne? Das ist echt nicht gut, du. So, dann gucken wir erstmal, welche Heimatgarage, welche Garage unsere Heimatgarage ist. Und dann legen wir uns da mal einen Wegepunkt an. Garagenmanager. So, Salt Lake City. Ja, tatsächlich. Ich dachte, Phoenix ist unsere Heimatgarage. Aber scheinbar Salt Lake City. Not bad. Dann gucken wir mal kurz. Salt Lake City. Wo war das nochmal? Genau, da oben war es. So, das heißt, oh, ist aber doch eine ganz schön lange Strecke. Bis da oben, so unsere Garage, ist das hier. Nee, das ist eine LKW-Händler. Das ist unsere Garage, da hinten. So. Wie viele Meilen haben wir? Ready to roll. Oh, das geht ja. Das sollten wir schaffen. Alter, so ein Aufgang. Gerade jedenfalls krasser so ein Untergang, jetzt krasser so ein Aufgang. Läuft doch. So, Sprit sieht relativ gut aus. Schlaf natürlich top, wir haben ja gerade geschlafen. Alter, mal wieder richtig schnell rumfahren hier, Alter. Uhu. Nicht diese dreckigen 40 mph oder so. Gut, ich werde aber auf jeden Fall mal, wenn wir jetzt hier schon rumrasen, mal ganz kurz hier, war das überhaupt bei Audio? Warnung, genau. Keins. Alter, mit dem Auflieger hier. Einfach mal über die Autobahn heizen. Das kann nur schief gehen. Das kann nur schief gehen. Ich weiß noch, Folge 80 oder sowas, wo ich... War es Folge 80 oder 88? Wo ich da auch diesen kleinen Clip daraus geangelt habe da, bei der Kurve da. Wobei das dann wirklich schon fast mehr Glück als Können war. Geht das schon wieder gut hier los? Alter Schwede, ich hasse City Life. Finger immer schön auf der Quick-Save-Taste haben.
Hoffentlich fängt es jetzt nicht an zu regnen, weil das wäre halt ein No-Go. So, dann wäre halt vorbei. Schon wieder City? Können wir nicht mal mit einer Autobahn fahren? Ich hasse doch City so sehr. Außerdem ist Autobahn einfach auch viel schöner. Zumindest wenn man so schnell fährt. Ich glaube, 800 Meter doch mehr als ich gerade dachte. Das werden wir in einer halben Stunde definitiv nicht schaffen. Ganz das Original vergessen. So schnell kann man gar nicht fahren, wie ich da fahren müsste. Oh, jetzt muss ich rum. Aua! Ich hätte gehofft, dass wir das Auto überholen. Aber irgendwie war es doch genauso schnell wie wir. Wie geht das? Ich dachte, wir sind gerade durch die City gefahren. Oh, der grüne Ecker wieder gerade. Der sah ja mal geil aus. Ah, siehst du schon, wir bekommen auch für freie Fahrt EP. So, da kann es sogar sein, dass wir jetzt hier während unserer Speedrift-Tour Level 25 erreichen. Weil viele XP haben mir nicht mehr gefehlt, ne? Und schon wieder eine Kurve, wo wir abbiegen müssen. Oh Mann, ey.
Und der hat schon wieder Spurwechsel hier on the fly. Jetzt wird es aber gut hier. Werde ich mal einig hier. Na, vor allem so wie er jetzt fährt, kann man kaum überholen. Oh, 666. Die Zahl der guten Leute. Yeah, 25, gut. Oh, ich hätte die abbiegen müssen. Verdammt! Wobei es von der Strecke gar keinen so großen Unterschied zu machen gehabt zu haben scheint. Ja, okay, doch, da ich auch relativ gut Luftlinie durchkomme. Na, Glück gehabt.
Also Lebenszeit alleine durchs Tanken müssen wir einfach nochmal stehen bleiben. Es wird also unmöglich sein, die Zeit einzuhalten. Also nicht mal annähern. Also nicht mal annähern. Oh, das ist ja Oldtimer, ey. Was? Digga, was ist das für ein Lied gerade? Die 3% dürften aber die Reifen sein, ne? Oh, nee, doch nicht. Fahrwerk. Verstehe ich nicht. Hier sind mal 2%. Aber der Auflieger hat laut der anderen Erzähler 3%.
Herd jetzt mal anzurunden. Oh ne, hier vorne wird mir zu voll. Na gut, dann würde ich mal sagen, dann, wie gesagt, schaffen wir eh nicht. So, überhaupt keine Chance. Ich werde aber gerne mal gucken, wir haben in Salt Lake City, das ist hier oben, und wir haben in Phoenix, das müsste hier unten irgendwo sein. Was war denn das? Phoenix? War denn Phoenix? Hä, bin ich jetzt dumm? Wo war denn Phoenix? Hä, Phoenix war hier unten irgendwo. Okay, ich finde halt Phoenix nicht mehr. Nice. Oder was hier unten? Ach, hier unten war's. Lol. Ich würde gerne mal tatsächlich hier oben noch irgendwo hin. Zum Beispiel nach Great Falls. Und gucken, ob wir dort eine schöne Garage finden. Und dann nämlich noch schnell eine Garage kaufen, ein paar Angestellte anstellen und uns dabei anstellen. Ja. So, mal schauen, wie die Gegend hier aussieht. Nicht so unbedingt mein Geschmack. Nee. Das sieht schon hart scheiße aus. Hä? Ich wollte doch dahin, nicht irgendwo mitten in der Pampa. Helena Fischer. Die Frage ist ja. Achso, stimmt, ja, weil uns das in die nächste Garage schickt und die nächste Garage. Werkstatt. Ist halt da hinten irgendwo. Doch die eigentliche Frage ist ja, wo ist die nächste Werkstatt? Die nächste Garage. Und die wäre ja dann hier hinten. So, und da gucken wir mal kurz, ob es da möglich ist. Nein, ich wollte das hier. Ernsthaft? The floor is lava? Ja, das hier sieht schon eher nach städtischer Region aus. Nur. Nicht exakt das, was ich mir vorgestellt habe, aber zumindest schön. Na doch, hier kann man schon echt gut leben. Gut, dann fahren wir erstmal hier hin. Also dahin. Wo wir gerade hingeflogen sind. Hallo? Boah, Alter. Wir müssen erstmal hier hart wenden, damit wir überhaupt rauskommen. Ah ja. Also siehst du genau, können wir gleich mal hier reparieren. Dankeschön. Hä? Wieso schon wieder Aufliegerschaden? Wieso schon wieder 4%? Wir haben gerade repariert. Habe ich gerade den Hänger nicht ausgewählt? Hey, der Auflieger hat 0%!
Wie kommt da 4%? Das sind 3%. Aber hier ist 0. Okay. Ich muss aufhören, Sachen zu hinterfragen. Das ist nie gesund. Er lief nach rechts. Oh ja, schon Peter. Er ist eine Stöckerpartie. Aber egal, wir wollen hier nicht. Wir wollen ja hier nicht hausen, sondern wir wollen nur eine Werkstatt haben. Wir selber bleiben in Salt Lake City. Da ist schön, da ist zentral. Oh Alter, hier ist ja wirklich 10 FPS. Das ist nicht gut. Noch 3%. Ich dachte, dass das vielleicht irgendwann mal aktualisiert, dass es irgendwie noch hinterher hängt, aber es ist immer noch 3%. Naja, schon der Suspekt. Wieder runter, dass er fahren kann. Witzig. Bitte kein Zug. Nein, kein Zug. Ich wollte eigentlich auf die Radansicht gehen, aber egal. So, da vorne ist ja direkt die Garage. Ist ja geil. So, aber Garage kaufen und Aussichtspunkt abarbeiten und so machen wir dann wahrscheinlich am besten nächstes Mal. Das wird jetzt die Folge definitiv sprengen. Da vorne ist auch ein Fragezeichen, interessant. Komm ich überhaupt vorbei mit dem Auflieger? Sieht nicht gut aus. Doch, sieht gut aus. Gerade so. Nice. So. Gut, dann heißt es, nächste Folge, ja. Nächste Folge, also für mich dann wahrscheinlich nächste Woche. Die Garage kaufen. Noch vielleicht den Aussichtspunkt, den wir da freigeschalten haben, abarbeiten. Und vor allen Dingen, wenn wir den die Garage gekauft haben, also natürlich erstmal Bank, Geld und klar, gleich mal ein paar LKWs holen. Wir haben jetzt mittlerweile halt wieder den vollen Kredit von 500.000 Euro. Und dann haben wir so noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Also, ich glaube mal,
der Garage und mindestens zwei gute LKWs kommen dabei zusammen. Vielleicht sogar drei nicht ganz so gute LKWs. Mal gucken. Mehr als drei können wir eh nicht nehmen, weil sonst müssen wir die Garage erstmal aufbauen und das wäre dann noch teurer. Also mehr als drei geht eh nicht. Ja. Aber wie gesagt, Garage kaufen, drei LKWs oder halt wenigstens zwei. Das wäre dann nächste Folge erstmal auf dem Programm. Ja. Bis dann, wenn ich dran denke.